Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Fernsehgartens. Und der wird ja bekanntlich im Sommer ausgestrahlt. Heute gibt es keine Ausflugstipps und keine Hinweise darauf, was Sie denn erleben können. Mein Interviewpartner hat auch damit relativ wenig zu tun. Es sei denn, Sie verbringen Ihre Zeit gerne in einer Arztpraxis, in diesem Fall nämlich in einer Tierarztpraxis. Wir sind heute verabredet mit Sarah Bölzig hier aus Riesa. Sie ist hier Tierärztin in einer Praxis gemeinsam mit ihrem Mann. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten, wenn es Muschi und Mucki im Gebälk knackt, was man denn da tun oder lassen sollte. Also, auf geht's. Mit Sarah Bölzig, liebe Zuschauer, das habe ich schon angekündigt, beim Kaffee im heimischen Garten. Ja, Mensch, Sarah, das ist ja der Beruf jedes achtjährigen Mädchens, der Traumberuf, oder? Tierärztin. Unbedingt. Besser geht's doch gar nicht. Also. Schleift sich das so durch? Also durch deine Geschichte ist das so, dass du sagst? Also Quellen behaupten ja. Mein erster Berufswunsch war Tierärztin und das war dann etwas verschüttet. Ich habe dann auch mal über ganz andere Sachen nachgedacht. Zum Beispiel? Vermessungstechnik. Oh, klasse. Also weil Mathe doch auch mein Ding war in der Schule. Ich bin ganz froh, dass ich mich dagegen entschieden habe oder eher gesagt für die Tiermedizin, weil es einen schöneren Beruf gibt es eigentlich nicht. Warum? Weil es abwechslungsreich und spannend ist. Und ich habe den ganzen Tag mit Tieren zu tun. Hm. Und das macht mir wirklich Freude. Es ist manchmal etwas schwierig, weil es so unplanbar ist. Aber also im Betrieb? Oder von den Tieren her unplanbar? Im Betrieb einfach. Es kommen immer unvorhergesehene Sachen. Aber das könnte ja der Humanmediziner jetzt auch sagen. Genau. Ne? Aber manche haben dort eine etwas striktere Terminvergabe oder so. Und da, bei uns ist jeder Tag anders als geplant. Aber ich stelle mir das unheimlich schwierig. Das ist ja, ich sag mal, so Veterinärmedizin hat ja so ein bisschen was von, das ist ja so wie Kinderarzt. Kinder können ja auch schlecht sagen, ich habe jetzt das und das. Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Zum Beispiel? Also es ist so, die Tiere, die verstecken nichts, also die können uns nichts vorlügen. Mhm. Allerdings können sie natürlich viele Symptome geheim halten, sodass man sie erstmal nicht erkennt, aber sie können uns eben nicht vorlügen, dass sie doch jeden Abend drei Bier trinken, obwohl man sie fragt, ob sie Alkohol zu sich nehmen oder nicht. Und das ist natürlich manchmal eine Herausforderung. Und deswegen sind wir ganz doll auf die Beobachtungsgabe der Besitzer auch angewiesen, die uns berichten. Und da ist es eben manchmal etwas schwieriger, als wenn das Tier direkt kommt und sagt, hier an der Stelle tut es mir weh. Inwiefern hat sich denn der Tierarztberuf entwickelt? Also ich kann mir vorstellen, vor 50 oder vor 80 Jahren hat ein Tierarzt, also da ist doch keiner zum Arzt gegangen, wenn der Hund mal ein bisschen komisch geguckt hat. Ja, also viele kennen wahrscheinlich der Doktor und das liebe Vieh. Und das ist so ein Klassiker, der doch auch einige, denke ich, in den Tierarztberuf getrieben hat. Ja. Und, war das bei dir auch so ein bisschen der Fall? So englische Serie so? Auch wenn ich uneingeschränkt Westfernsehen gucken konnte im Westen. Nein, die Serie habe ich erst später kennengelernt, beziehungsweise die Bücher. Mhm. Und dort sieht man eben, wie es vor 80 Jahren war, dass eben, Lappalien wurden dort nicht behandelt, beziehungsweise die Möglichkeiten waren ja auch sehr eingeschränkt. Und das hat sich natürlich enorm gewandelt. Mhm. Also und Tiere sind inzwischen von Nutztieren, was ja auch Hunde und Katzen früher fast ausschließlich waren, zu wirklichen Familienmitgliedern geworden und entsprechend werden sie auch betreut und sind die Ansprüche gewachsen und die Möglichkeiten eben auch. Und tatsächlich ist es manchmal so, dass die Möglichkeiten, die sich in der Tiermedizin auftun, sogar das überschreiten, was für den normalen Menschen angeboten wird. Kannst du ein Beispiel erzählen? Also jetzt nicht bei uns in der Praxis, aber in Leipzig, in der Uniklinik zum Beispiel, steht ein CT, wie es seinesgleichen in der Humanmedizin in Sachsen sucht. Hm. Und was kann man da zum Beispiel reinstecken? Also dort passt alles
bis zur großen Hundegröße rein, also wie ein Mensch. Pferde werden dort teilweise auch untersucht, aber dann nur Teile wie der Kopf oder die Beine. Ein ganzes Pferd passt dann dort nicht rein. Was ist denn hier in Merkendorf, im idyllischen Merkendorf, das Abgefahrenste, was ihr jemals, sag ich mal, ärztlich betreuen durftet oder solltet oder musstet? Also für viele schon abgefahren genug, aber für uns fast schon Alltag sind Alpakas, die auch bei uns in die Praxis kommen. Also mein Mann. Wie, die kommen hierher? Ja, teilweise auch zum Ultraschall oder zur OP. Die sind ja ein bisschen größeres Schaf, kann man sich ja vorstellen. Gut. Also, aber die haben wir doch ab und zu mal in der Praxis. Und durch meine Kollegin, die sich im Bereich Zoo und Wildtiere spezialisiert hat, dort haben wir manchmal sehr exotische Tierarten. Also letztlich hatten wir zum Beispiel ein Faultier oder manchmal haben wir Echsen, von denen ich nicht mal den Namen aussprechen kann. Und wo sie uns auch immer vorher sagt, ob die giftig sind oder nicht. Ja, ist ja von Vorteil, oder? Ja. Ist es schwer eigentlich, Tierarzt zu werden? Also es ist ähnlich wie für Humanmediziner sind die Zugangsvoraussetzungen. Also ein gutes Abitur ist wichtig, um nicht allzu lange warten zu müssen. Mit Wartezeit kann man auch mit einem nicht so guten Abitur einen Studienplatz ergattern. Und da ist es aber so, dass das Studium vom Anspruch her ist mit dem humanmedizinischen vergleichbar, was so berichtet wird. Natürlich, ich habe nicht Humanmedizin studiert, aber das Vorphysikum und Physikum behandelt an sich den gleichen Stoff, nur in der Anatomie und in der Physiologie, also was Verdauungsvorgänge und so weiter angeht, natürlich noch etwas umfangreicher. Ist die Schnecke dann schon ein bisschen aufgestellt? Ja, da ist, unterscheidet sich ja der, der Hund von der Kuh oder dann vom Fisch doch sehr und das spielt eben auch alles eine Rolle. Und was viele Leute gar nicht wissen, was auch ein großer Bestandteil des Studiums Tiermedizin ist, ist die Lebensmittelhygiene. Also alle Bereiche, die tierische Lebensmittel, also sprich Fleisch, Milch, Eier, Fische, Muscheln, sowas, wird alles von Tierärzten betreut. Und das ist eben auch ein großer Bestandteil vom Studium. Und das ist auch ein großes Tätigkeitsfeld, wo Tierärzte in dem Sinne gar nicht wirklich wahrgenommen werden, weil der klassische, das klassische Bild ist genau das, was wir machen. Genau. Eine Praxis für alle. Auf dem Land. Genau. Genau. Und hier machen wir mal ganz kurz eine Pause und unterhalten uns natürlich gleich weiter über Tierarzt, aber natürlich auch über deinen Weg nach Merkendorf. Liebe Zuschauer, liebe Kinder, manchmal ist es wirklich verwunderlich, was unser Eismann so zu erzählen hat. Und diesmal ganz passend zum Thema geht es um Tiere, um deren Verhalten und was wir davon lernen können. Lernen Sie. Ja, Heimatfest im Tiergarten in Riesa. Oh, da ist der Eismann natürlich dabei. Ich liebe ja Tiere, alle Sorten, die imponieren mir einfach. Wohl wir als Mensch sind natürlich viel höher entwickelt, ne? Aber ob wir auch wirklich klüger sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Zum Beispiel bei der Konfliktbewältigung. Im Tierreich, da ist es doch so, dass die Anführer um das Rudel kämpfen, um die Herrschaft im Rudel. Und bei uns ist es so, dass die Führer die Völker gegeneinander kämpfen lassen. Komisch. Und erst die Haustiere, die wir gezüchtet haben, um unser Leben zu verbessern, die essen wir auf. Am liebsten, wenn sie noch ganz klein sind. Da sind sie zart und besonders schmackhaft. Ja, so sind wir. Und die wir nicht essen, die dürfen uns beschützen. Hunde und Katzen zum Beispiel. Die füttern wir, denen legen wir ein Halsband um und dann nehmen wir sie mit nach Hause. Ins Bette. Egal, ob die wollen oder nicht. Vielleicht spüren die ja instinktiv, dass Vierbeiner und Zweibeiner nicht in jedem Fall zusammenpassen. Aber das ist uns egal.
das ziehen wir einfach durch. Ja, und dann ist es ja so, dass so ein Kleintierpark vielleicht das Beste für die Tiere ist. Wenn die Tiere von uns die Nase voll haben, dann ziehen sie sich zurück in ihre artgerechte Haltung und beobachten uns, so wie wir die Tiere beobachten. Und lernen können wir immer was. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass sich kluge Vögel auch ins Nest scheißen. Das war interessant. So, jetzt muss ich wieder an Eiswagen zurück. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Langweilig? Total öde? Tu was dagegen und buche einen Kurs auf vhs-dreiländereck.de. Was machst denn du? Na, ein Foto von meiner Monatskarte. Ah, wozu? Ich schick das Bild an den Zwon, gewinne ein Euro-Nice-Ticket und dann fahre ich mal so richtig schön weg, vielleicht ins tschechische Mallorca. Hm, klingt nach einem Plan. Mhm. Warte mal, ich mache auch gleich ein Bild und dann fahren wir zusammen. Erkunde deine Nachbarschaft in Tschechien und Polen mit dem Euro-Nice-Ticket. Einfach Foto von deiner Monatskarte per Mail schicken an gewinnspiel@zwon.de. Klassikfreunde, aufgepasst! Ein neues Festival feiert Premiere im Landkreis Bautzen. Das Kammermusikfest Oberlausitz vom 16. bis 19. September. Alle Infos im Netz unter kammermusikfest-oberlausitz.de. Vorhang auf für das neue Kammermusikfest Oberlausitz vom 16. bis 19. September. Sie mir nach Irland, mitten in Sachsen. Machen Sie einen Abend Urlaub hier in Irland, auf der Goethestraße in Riesa. Sláinte. Unterhaltung ist jetzt unser Thema und unterhaltsam wird es natürlich nur mit einem und das ist Frank Plötzner. Wir haben ihn wieder dafür gewinnen können, etwas Kluges und Unterhaltsames von sich zu geben. Seien Sie gespannt. Ich finde, es hat schon Hymnencharakter, was jetzt kommt. Also sperren Sie die Ohren auf, machen Sie die Augen auf, machen Sie den Fernseher laut und tanzen Sie mit, wenn Sie denn das möchten. Nun möchte ich mein Sachsen besingen, das Land voller Witz und Humor. Von allen Ländern Europas leuchtet stets mein Sachsen hervor. In Leipziger hammert der Messer, in Meißen da wächst uns der Wein, in Dresden da wohnt die Noblesse. Mein Sachsenland, wie bist du fein? In Bautzen, da sperren sie uns ein. Den Kaffee, den trinken wir auch gerne, doch süße muss er sein. Eine Bohne auf 99 Tassen, Herr Jemene, wie schmeckt das fein? Dazu essen wir auch echt Stück Kuchen,
das würsch mir nicht täusche hinein. Nee, so mach muss auch auf Besuchen. Mein Sachsenland, wie bist du fein? In Waldheim, da sperrnset dich ein. Und ist es am Sonntag recht schöne, da fahren wir in die Sächsische Schweiz. Da sind die Berge nicht kleine und Amsterdam hat seinen Reiz. Vier volle Emer, die stürzen mit lautem Getöse herein. Dafür mussten Groschen bezahlen. Mein Sachsenland, wie bist du fein? Bei uns fließt die Elbe und nicht der Rhein. Klasse, und da sind wir wieder mit dem Thema, nicht wie war mein Weg nach Merkendorf, sondern wir haben uns vor uns über Hygiene beim Tierarzt unterhalten oder über Lebensmittelhygiene unterhalten. Was nimmt man da eigentlich mit in die heimische Küche? Ist man da so ein bisschen gestört dann manchmal? Mit Meeresfrüchten bin ich etwas vorsichtig. Okay, gib mal einen guten Tipp. Also geschlossene Muscheln nie und nimmer irgendwo, irgendwann versuchen zu knacken und zu essen. Okay, weil die ist dann doch schon mal eher ein Fall für die Mülltonne. Ja, unbedingt. Also dort muss man davon ausgehen, dass sie nicht in Ordnung ist. Ja. Also wenn es sich beim Kochen nicht öffnet, das sollte man auch nicht versuchen. Aber was ich noch nie ganz verstanden habe, was ist denn die Aufgabe eines Tierarztes bei Lebensmittelhygiene? Also bei Meeresfrüchten ist das natürlich etwas schwierig, dort vorher eine Lebendbeschau zu machen. Aber prinzipiell ist es so, dass Tiere vor der Schlachtung von einem Tierarzt begutachtet werden. Das fängt schon auf dem Transportweg an. Ja. Und beim Abladen wird am Schlachtbetrieb geguckt, sind die Tiere gesund. Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo Tiere nicht gehfähig aufgeladen wurden schon oder beim Transport irgendwie eine Verletzung erlitten haben. Die dürfen dann nicht weitergetrieben werden oder so. Dann wird nach offensichtlichen Entzündungen oder so geguckt. Manchmal gibt es ja bei Schweinen zum Beispiel, dass sie sich gegenseitig an Schwänzen fressen oder an den Ohren oder sowas. Solche Tiere werden dann aussortiert, in dem Sinne, dass sie separiert werden am Schlachthof und dort nochmal vom Tierarzt beurteilt werden, ob die schlachtfähig sind. Das heißt, ob Produkt, was von denen später gewonnen wird, für den menschlichen Verzehr auch freigegeben werden kann. Also sind wir als Verbraucher eigentlich ganz gut bedient? Ja, wenn die Überwachungsbehörden gut arbeiten und eben auch genug Personal haben, woran es ja doch an vielen Stellen immer hakt. Aber die Fleischhygiene, die ist durchgehend gegeben bei Rindern, Schweinen und Geflügel. Steht denn Fleisch noch bei Bölzis auf dem Speiseplan? Ja, aber bevorzugt direkt aus der Region, am liebsten von den Landwirten, die wir auch persönlich kennen. Okay, das ist natürlich schwer von Vorteil. So, Merkendorf, das Domizil seit einigen Jahren, was hat dich denn hierher verschlagen? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war die Liebe. Ganz genau, die große. Ja, ja. Und der Herr Gemahl ist in der Praxis und hat zu tun. Genau, einer muss ja, ist ja auch gut so arbeiten, sonst hätten wir keine Zeit zum Plaudern. Genau. Wie ist denn Merkendorf, wie ist denn Riesa, so also, mal von außen betrachtet? Also ich fühle mich hier sehr wohl, ich komme auch vom Land und deswegen ist das jetzt hier keine große Umstellung für mich. Am Anfang hatte ich Probleme mit der Verständigung, aber ich über die letzten... Hat sich das Sächsisch angepasst sozusagen? Letzten, ich muss jetzt überlegen, vielen Jahre, 24 sind es jetzt fast, die ich in Sachsen bin, da brauche ich nicht mehr ständig einen Übersetzer. Und wie sind Sie so drauf, die Leute hier in der Region, aus deiner Sicht? Also ich komme aus Norddeutschland, dort ist es ja etwas kühler in mancher Hinsicht. Von daher finde ich das hier eine sehr, sehr freundliche und willkommene Atmosphäre. Wie ist man denn so
unterwegs in Riesa als Tierärztin? Wird man da beim Einkauf immer so? Guten Tag. Also ich habe mich früher mal gewundert, wenn ich mit meinen Schwiegereltern unterwegs war, wer sie alles kannte. Mhm. Jetzt kenne ich die Leute auch alle und sie uns auch. Meistens habe ich Schwierigkeiten, die Namen mir zu merken, weil ich immer nur mir die von den Hunden und Katzen merken kann. Oh, das ist natürlich sehr gut, aber da kann man ja noch mal dann später noch mal drüber reden. Wie ist denn das mit den Tierbesitzern? Kann man die so in Kategorien einsortieren? Also die haben eine positive Macke, die Macke sollte man mal behandeln und der ist definitiv durch. Ja, also alle Menschen, die es so gibt, haben auch Tiere, also oder Menschentypen. Hm. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche. Also es gibt die Pragmatiker, die sagen, mein Hund, der hat sich das Bein gebrochen, was können Sie da machen? Und andere sind schon beim kleinsten Schiefgucken bei einer Zecke oder so in Tränen aufgelöst. Und ich denke, das ist total typabhängig und manchmal ist es eine Überraschung für uns, wenn jemand anruft und sagt, ja, ich denke, ich habe hier einen Notfall, dann sind wir mehr in Alarmstellung, als wenn jemand sehr, sehr aufgeregt anruft, dass irgendwas nicht so ist wie normal, weil wir uns dann wirklich oft auf große Notfälle einstellen müssen, wenn jemand so abgeklärt ist, schon von einem Notfall spricht. So, Tipp der Woche. Was sollte man tun, wenn man darüber nachdenkt, sich ein Tier zu beschaffen? Also bei uns zu Hause ist momentan das Thema Zwergkaninchen gerade ganz groß und ich bin in der Zwergkaninchenabwehrstellung. Aber das ist ja so der Traum von vielen Kindern, ich will jetzt mal ein Tier. Ja, also da dürften sich deine Kinder ja eigentlich nicht beschweren. Nein, eigentlich nicht. Ja. Aber also es muss wirklich gut überlegt sein. Oh. Also Tiere sind keine Kuscheltiere, muss man ganz klar sagen. Also leider erfüllen sich dort die Vorstellungen von vielen Kindern nicht so oder es ist nach 2 Wochen uninteressant und dann letztendlich müssen sich dann die Eltern drum kümmern. Also es ist so, Eltern sollten immer voll dahinter stehen und sich nicht nur wegen des Kindes für ein Tier entscheiden, weil ein Tier ist eine Entscheidung für lange. Das ist je nachdem, für welche Tierart man sich entscheidet. Bei Ratten und Mäusen können das 2 Jahre sein, aber bei vielen Hunden sind es deutlich mehr als hoffentlich 10 Jahre. Und bei Katzen können es auch mal 20 Jahre sein. Mhm. Und ein Tier ist wie ein Kind. Und das lassen wir auch gleich als Abschlusswort stehen mit Sarah Bölzig. Liebe Zuschauer, haben Sie sozusagen den Tipp für die Weihnachtsgeschenke bekommen? Seien Sie sehr vorsichtig, wenn sich die jugendliche Abteilung zu Hause Haustiere wünscht, die Sie sich vielleicht nicht wünschen. Vielen Dank an dieser Stelle für das Interview und wir hätten noch viel länger reden können. Machen wir vielleicht noch mal irgendwann, oder? Irgendwann bestimmt. Naja, gucken wir mal. Alles da. Prost in diesem Sinne. Liebe Zuschauer, das war's für die heutige Ausgabe unseres Fernsehgartens rund um die Tiermedizin hier aus Riesa. Sie wissen aber, dass der Fernsehgarten eine Gemeinschaftsproduktion ist und zwar von Riesa TV, Meißenfernsehen und Punkt 1 Oberlausitz TV. Das sei nochmal erwähnt an dieser Stelle. Wir sehen uns in der kommenden Woche nochmal wieder und dann wird's dunkel rund um uns, denn wir befinden uns dann im Kino. Und Kinos gibt's ja überall, ob Görlitz, Bautzen, Zittau, Meißen oder Riesa. Überall können Sie ins Kino gehen, Filme gucken. Vorausgesetzt, es kommen welche. Tschüss.